Es gibt keinen Löffel. Mysterien, Mindfuck und Magie. Gebrauchsanweisungen aus der Zwischenwelt. Ein How-To-Video zum Geheimnis des Löffelbiegens. Im Interview mit Andreas Winter haben wir darüber gesprochen, wie er mir das Löffelbiegen beigebracht hat. Und seitdem sind immer wieder Anfragen reingekommen, so erklär uns doch, wie funktioniert das. Machen wir heute. Rudolf ist hinter der Kamera. Hallo. Und wenn ihr Fragen habt, kommentiert es drunter. Ich versuche es so kompakt wie möglich zu erklären, so wie ich es auch in meinen Workshops zum Löffelbiegen mache. Es gibt einen theoretischen und einen praktischen Teil. Ganz zu Beginn möchte ich vorausschicken, das Löffelbiegen bringt einem nichts. Man wird dadurch nicht unbedingt ein besserer Mensch, man sammelt keine Karma-Punkte oder sonst irgendwas. Es macht in erster Linie Spaß und es verändert einen insofern, als dass es wirklich was macht mit einem, wenn man auf einmal merkt, dieser harte Chromstahllöffel verbiegt sich ganz einfach. Also dafür kann es helfen, um die Erfahrung zu machen, aha, Realität ist tatsächlich nur das Produkt von dem, was hier drin und hier drin passiert. Ansonsten macht es einfach nur Spaß. Ist ein netter Party-Gag. Ich habe es auch schon einmal geschafft, in einem Restaurant dafür ein Glas gratis Wein zu bekommen, als ich dem Kellner das als Wette angeboten habe. Aber ansonsten hat man nichts davon. Theorie. Wenn wir von Materie reden, haben wir immer das Gefühl, das ist feste, undurchdringliche Materie. Das ist nicht der Fall, das haben wir in der Schule schon gelernt. Die besteht zu 99,999% aus nichts. Ja, zwischen Atomkern und Atomhülle ist nichts. Wenn man den Atomkern auf Faustgröße vergrößern würde, hat man bis zur Atomhülle so viel Raum, proportional gesehen, dass, ich glaube, der gesamte Planet Erde oder so dazwischen reinpassen würde. Da ist nichts dazwischen. Der Eindruck fester Materie entsteht dadurch, dass sich die Atomhülle so schnell bewegt. So ähnlich wie bei einem Flugzeugrotor, haben wir zwei Flügel. Wenn der still steht, kann man da hingreifen, passiert nichts. Sobald sich das Ding dreht und man versucht hinzugreifen, tut man sich ziemlich weh. So ähnlich ist es auch da. Natürlich ist dieses Atommodell inzwischen komplett überaltet, aber für unsere Zwecke reicht's. Beim Löffelbiegen geht es darum, diese rasante Bewegung der Atomhülle für seine subjektive Wahrnehmung so sehr zu verlangsamen, dass man sozusagen zwischen reingreifen kann. Und das macht man, indem man sich vorstellt, der Löffel ist besonders weich. Man kommt in einen bestimmten Trance-Zustand. Das ist ein bestimmtes Gefühl. Ich erzähle das immer, damit man das besser nachvollziehen kann. Das kennen vielleicht einige von euch auch. Das erste Mal, als mir dieser Zustand bewusst wurde, war ich ein Kind, habe im Auto gewartet, weil meine Mutter einkaufen war. Und es hat geregnet und dann bilden die Regentropfen an der Scheibe vom Auto so Rinnsale. Und wenn irgendwo wieder Wasser nachkommt, dann füllt sich das um sozusagen und irgendwann wird der Tropfen zu dick und dann rinnt das Wasser an diesem Rinnsal herum. Das geht ganz schnell. Und ich bin wahrscheinlich in so eine Trance gekommen, weil mir unglaublich fad war und habe das so beobachtet in einem sehr kontemplativen Zustand und habe dann auf einmal gemerkt, wie das unglaublich langsam wird, wie der Wassertropfen immer voller wird und wie der ganz langsam. Ich habe genau mitverfolgen können, wie das Wasser dieses Rinnsal herunterläuft. In Wirklichkeit ist das natürlich ganz schnell passiert. Aber das kennt ihr vielleicht. Ihr kennt vielleicht auch Momente von Todesgefahr, wo diese Zeitdehnung passiert, habe ich auch schon erlebt. Oder im Sport nennt man das Flow oder White Moment. Es wird in Filmen immer angedeutet mit diesem Geräusch, bevor alles so in Zeitlupe übergeht. Ungefähr in diesem Zustand versetzt man sich sozusagen. Und dann visualisiert ihr, dass der Löffel weich wird. Da kommen wir aber dann schon zum Praxisteil. Ich wollte euch nur ein paar Beispiele zeigen. Warte, ich zoome da mal runter. Das sind so ein paar, die
übrig geblieben sind von Workshops oder die ich selber mal wo gemacht habe, so, den mag ich zum Beispiel besonders. Das ist ein extrem dicker, schwerer Löffel. Den hier finde ich auch ganz nett. Da hat jemand den Stiel an der Rückseite so gebogen und an der Vorderseite einfach weiter gebogen. Oder ich finde den Schlüssel da ganz lustig. Ja. Da bei einer Gabel die Zinken. Ich habe einen Teilnehmer mal gehabt, der hat die Zinken verzwirbelt bei der Gabel. Ja, alles Mögliche. Also das sind so Beispiele. Das war meine erste, so die Gabel hier. Und jetzt gehen wir direkt in Medias Res, in die Praxis. Den habe ich heute noch gekauft. Ein Chromstahllöffel, das ist wichtig. Also ihr betrügt euch selber, wenn ihr einen Blechlöffel aus der Kantine nehmt oder einen Silberlöffel, die sind zu weich. Sollte schon Chromstahl sein. Und auch noch vorausgeschickt, es ist schon so, dass man den mit den Händen biegt. Also leider kann ich das noch nicht so wie in Matrix, dass das nur durch Anschauen funktionieren würde. Das heißt, im physikalischen Sinne gesehen ist es schon ein Kraftaufwand, aber es ist eben so wenig Kraft, wie man brauchen würde, um Knetmasse zu verbiegen oder so. Es ist ganz, ganz weich und leicht und mühelos. Das ist wichtig. Also wenn ihr euch dabei anstrengt, dann macht ihr was falsch, wie üblicherweise in der Magie. Erstes Prinzip, Löffel lieb haben. Das macht tatsächlich einen Riesenunterschied, auch wenn es kitschig klingt. Ich habe es ausprobiert. Nicht, ich zwing dir meinen Willen auf und ich bieg dich. Liebhaben. Man versetzt sich dadurch in einen anderen Zustand. Ja, also meiner Meinung nach, man verbindet sich mit dem Löffel. Also man zwingt ihm eben nicht seinen Willen auf, ja, sondern man tritt mit ihm quasi in eine Art Resonanz und stellt dadurch quasi eine bessere Harmonie und Verbindung her, und dadurch geht es einfach einfacher. Man braucht nicht Gewalt sozusagen. Ja, genau. Und dann das Endergebnis vorwegnehmen. Das heißt, ihr stellt euch schon dieses Schweineschwänzchen vor, das ihr im Löffel zum Schluss haben wollt. Also so wie in den Löffeln, die ich da auch habe, so mehrere Wicklungen. Ja, es ist schon ein großes Erfolgserlebnis, wenn ihr den ganz mühelos einfach knicken könnt. Das ist schon großartig. Das könnte man auch, wenn man sich wirklich körperlich so, kriegt man das schon hin, keine Frage. Und wenn man extrem kräftig ist, dann kriegt man vielleicht auch so eine Wicklung hin, aber bei weitem nicht so enge Wicklungen. Also das, vor allem auch nicht so viele. Ja. Ich glaube, mein Rekord sind 5 vollständige Wicklungen. Oder so. Okay. Also da geht es darum, noch einmal Leichtigkeit. Löffel lieb haben, Endergebnis vorwegnehmen, dieses Schweineschwänzchen, diese enge Wicklung. Und dann stellt man sich vor, dass der aus einem ganz weichen Material besteht. Ich halte den immer so, also das ist nur mein Tipp. Dann habe ich hier Platz, um ihn zu bewegen. Wenn ihr eine Gabel nehmt, dann dreht es vielleicht um, sonst stechen die Zinken da in den Daumenballen. Und während ich den so halte und diesen Bereich so abgreife, den ich weich machen möchte, stelle ich mir vor, dass er aus einem ganz weichen Material besteht. Nehmt das, was für euch persönlich ganz weich bedeutet. Ich nehme Lötzinn, kennt ihr sicher, diesen dünnen Draht. Funktioniert für mich sehr gut, weil er extrem weich ist, aber metallisch. Das geht ganz gut. Ich habe Seminarteilnehmer gehabt, die nehmen eine gekochte Spaghetti oder ein welkes Salatblatt oder eben Knetmasse ist sehr üblich, Wachs. Was auch immer für euch funktioniert. Ein Pro-Tipp, ein Seminarteilnehmer hat mal gesagt, es hat einfach nicht funktioniert, ging nicht. Die meisten hatten das schon, also so 9 von 10 schaffen es bald einmal. Und bei ihm hat es nicht geklappt und irgendwann biegt er den und sagt, was hast du denn jetzt gemacht? Er sagt, naja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der weich ist. Aber ich konnte mir vorstellen, dass meine Arme und meine Hände aus Adamantium bestehen. Und die sind halt viel
stärker als Chromstahl und dann habe ich den problemlos gebogen. Also das Pferd von hinten herum aufgezäumt hat auch funktioniert. Wie auch immer, Löffel lieb haben, Endergebnis vorwegnehmen und ihn gedanklich weich machen. Das dauert ein bisschen, bis man dann das Gefühl bekommt, jetzt verändert sich was, er wird tatsächlich weich. Je nachdem, wie ihr veranlagt seid, werdet ihr das unterschiedlich wahrnehmen. Manche haben tatsächlich das körperliche Gefühl, als würde er so hinunterfließen, wie die Uhren von Dalí. Andere spüren, er wird heiß oder kalt oder kribbeln, prickeln, wissen einfach, ah, jetzt ist es soweit. Ich empfehle dann immer noch eine Spur zu warten, noch nicht gleich, er wird noch weicher. Es geht darum, so dieses Zeitfenster zu erwischen, wann er sich gut biegen lässt. Wenn man zu früh beginnt, ist am Anfang schwierig und wenn man zu lange wartet, dann ist er nur kurz weich und wird dann wieder hart, also bis der so Flugzeugrotor sozusagen vorbei ist, dann reingreifen. Das ist ein bisschen eine Erfahrungssache, ein bisschen eine Übungssache, Fingerspitzengefühl. Und wenn es 5 Minuten dauert, egal. Ja, wenn es 10 Minuten dauert oder wie oft ihr es üben müsst, macht ja nichts. Bei mir, ich schaffe es auch nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal. Es ist eine Sache von, ja, im Normalfall brauche ich nicht länger als eine halbe Minute. Ich konzentriere mich jetzt einmal. Ich werde darauf zoomen. Ja. Und damit man das besser sieht. Ist das gut im Bild? Ja, ich glaube schon, ja. Okay. Hm. Ja, der ist sehr schön geworden. Mhm. Wunderbar. Und draußen feiern sie schon Silvester. Ja, das draußen sind Silvesterböller. Ich glaube, das waren... Sehr nett. Also, ja, 4 Wicklungen. Mhm. Willst du das einmal näher in die Kamera halten? Ich hoffe, ich kann das da gut in die Kamera halten. Und den Zoom, also das Scharfstellen halbwegs. Das ist bei der Kamera manchmal ein bisschen mühsam. Ja. Ja, so schaut das dann ungefähr aus. Sehr schön geworden. Mhm. Nice. Und er wird warm, er ist also jetzt immer noch warm. Also zuerst wird er echt heiß, das ist einfach, weil Metall beim Verformen Hitze freigibt. Mhm. Ja, kann man durchschauen. Sehr, sehr nett. Kann man sich an die Wand hängen, so als Designlöffel. Weil die Frage immer kommt, ja, man kann den auch wieder zurückbiegen. Mhm. Ja, man macht sozusagen diese Wicklung wieder weich gedanklich. Man stellt sich wieder vor, dass es quasi gerade ist. Ne? Ja, genau. Und dann biegt man es wieder zurück. Es kann passieren, dass er dann bricht durch Materialermüdung. Mhm. Und er wird natürlich auch nicht mehr perfekt gerade, so ein bisschen in unserem Dialekt sagen wir verwortakelt. Ja. Ja, der Rest ist Übungssache, der Rest ist Experimentieren, Freude, wie gesagt, spielerisch und Freude daran haben, dass wir unmittelbar und direkt auf Materie einwirken können. Mhm. Das ist ein wichtiger Teil der Magie. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Ergebnisse schickt, fotografiert oder stellt vielleicht selber ein Video rauf, postet es in unseren Facebook-Seiten oder in unserer Facebook-Gruppe. Ansonsten... Wir haben ja schon, ganz kurz noch, wir haben ja schon beim direkt nach dem Video mit dem Andreas Winter, stimmt, die ich lese, hat uns ja ein lieber Freund von uns mehrere Fotos geschickt, wo er Löffeln, also so, glaube ich, so dickere Metallschraubengewinde verdreht und ja. Also genau, die blenden wir noch ein. Mhm. Also als Inspiration, ich hatte auch einmal einen Teilnehmer, der hatte eine Zahnbürste verbogen. Er hat gesagt, naja, das war dieses Plastik. Plastik. Ja, das war ja auch einmal weich. Mhm. Und normalerweise bricht die dann, ja. Und der hat die
echt so schön gebogen, die ist so geblieben. Mhm. Und ich habe das dann einmal mit einem Essstäbchen gemacht. Mhm. Das war ja auch irgendwann einmal ein junges Zweiglein am Baum, ganz elastisch und weich. Und das habe ich auch, ich meine, das ist jetzt nicht sehr spektakulär, aber es hat sich auch also so gebogen, ohne zu splittern, und ist dann so geblieben. Das war's. Vielen Dank. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, Likes, über Abonnements und Patreon-Spenden. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Die Welt ist magisch. Bis bald.